Guten Morgen zusammen. Wir sind hier bei der nächsten Neueröffnung in Kalaratjada und wir sind hier in dem kleinen La Casita Bistro. Wir haben einen neuen Betreiber, wir haben eine neue Karte und wir haben natürlich auch ein paar Neuigkeiten für euch, die wir euch heute hier gerne mal zeigen wollen. Luca ist derjenige, der hier als Kellner in früheren Lokalitäten immer irgendwo zugegen war. Viele kennen ihn und ja, wenn ihr ihn jetzt gleich auf dem Video seht, dann wisst ihr genau, mit wem wir hier zu tun haben. Wir haben eine komplette Renovierung hier, wir haben eine komplett neue Bestuhlung, wir kriegen eine komplett neue Karte präsentiert, die wir euch gleich auch nochmal eben zeigen werden. Und das Lokal ist toll geworden, es ist einfach toll geworden. So, und das ist Luca. Hallo, señores. Hallo, wie geht's? Buenos dias in Buenos Español. Dias, señores. Good morning in English. Yes. Guten Morgen in Alemann. Und in Italien? Buongiorno, signori. Buongiorno, Luca. Buongiorno, wie geht's? Luca, wenn wir dich sehen, dann ist das schon eine tolle Geschichte. Du hast in den letzten Wochen hier ganz viel erreicht. Und wir zeigen euch das mal. Es gibt eine schöne, neue, tolle Karte. La Casita Bistro. Morgen, am 1. April, das ist kein Scherz, 18.30 Uhr wird geöffnet. Hinten ist nochmal die Telefonnummer drauf, aber die zeigen wir euch gleich auch nochmal separat. Vorbestellung, Vorreservierung sollte schon sein. Und Lukas ist natürlich hier derjenige, der mehrsprachig arbeitet. Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, bisschen, Italienisch. Bisschen von alles, also, ja. Alles von allem. Luca, ich freue mich sehr, dass in diesem Lokal auch wieder Leben mit reinkommt. Und du kannst mal die Monika gerade anschauen, denn das ist die richtige Kamera. Und wenn du da hinschaust, dann siehst du auch ganz genau, wie die Leute dich nachher erkennen können. So, und wir sagen hier viel Spaß. Luca, wir haben in die Karte reingeguckt. Ja. Du gehst also aus dem reinen italienischen Bereich raus. Du bist international aufgestellt. Du, ja, hast hier eine Kombination aus frischen Fischen, aus Fleischgerichten, ja, Fleisch, ganz viel ausgemacht Pasta. Ja, das zeigen wir euch nachher noch mal in einem Foto ausgemacht separat. Pasta, aber mit ein bisschen spanische Fusion. So, ich habe alles gemixt, weißt du? So, frisch Pasta gemacht, aber mit spanische. Hier gibt es sicherlich eine Menge Dinge, die man erkennen und auch erahnen kann. Man sollte sie ausprobieren und damit machen wir hier aber auch schon Schluss, Luca. Wir wünschen dir und deiner Crew, dem Koch, dem Personal und insbesondere dir, toi toi toi, ganz viel Erfolg, ganz viele Gäste und ihr wisst, es ist ein perfekter Kellner in einem neuen perfekten Lokal und damit sagen wir vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ab auch, 1. Señores. April geht's los. Ich warte für alle, señores. Dankeschön. Danke. 18.30 Uhr und wer hier dabei sein will, meldet euch an und reserviert. Danke. Tschüss. Danke, señores. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke.